Es ist Weihnachtszeit, es tobt der Bär. Wir haben also eine Menge zu tun. Ahorn ist am Produzieren. Man merkt schon, die Abluft kämpft. Ne? Die ist dreckig, die ist dreckig. Mann, die ganzen Filme. Unglaublich. Hier kocht eben Brühe mit 50 Sitzplätzen, die jeden Tag voll sind. Braucht man natürlich jede Menge Material. Deswegen müssen wir dann also Schichten einlegen, wo Fonds gekocht werden, wo Brühe gekocht wird, wo Ragout angesetzt wird, Soße gekocht wird und so weiter. Aber das macht ja nichts. So, ja, dort drüben steht der Topf. Das ist am Anfang immer, oh, endlich, endlich. Aber wenn man dann 60 Gänse weiter ist, Gänsefett. Es ist ein Leckerbissen, ohne Frage. Man kann es zu sämtlichen Sachen verarbeiten. Aber irgendwann kommt man nicht mehr hinterher, das zu verarbeiten. Und dann wird das dann eingekocht, kommt in Gläser. Und da haben wir das Jahr über, wenn es im Kühlhaus steht, immer wieder lecker Gänsefett. Und zum Geflügelbraten, zum Fischbraten, kann man statt Öl oder irgendwelchen Fetten auch gerne Gänsefett nehmen. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt wird es ruhiger. So, heute eine Vorspeise und das sind immer die Sachen, die mache ich gerne, weil man kann viele Komponenten in aller Ruhe anrichten. Es sieht schön aus, es passt zusammen und man hat Zeit, weil es kann nicht kalt werden. Und aus dem Grund geben wir uns bei der Vorspeise besonders viel Mühe. Und beim Hauptgang, da müssen dann die Komponenten ein bisschen schneller kommen, weil man bereitet zu auf dem Teller, der Gast will es ja warm essen. Und wenn ich mich dazu sehr verspiele und dort noch ein Plättchen und da noch ein Kügelchen, ja, dann ist der Hauptgang zwar schön, aber kalt. Ne? Und man hat auch nicht so viel zum Kauen. So, es ist zwar trauriger Dezember eigentlich, draußen wächst nichts mehr, aber aufgrund solcher Menschen wie dem Veit Adam von der Gärtnerei Adam haben wir Kräuter, bisschen Salat, das haben wir alles vom Hofgut Kaltenbach, vom André kommt die Gänsebrust, ist natürlich ein solides Stück Fleisch, selbst wenn es gebraten ist noch. Ich weiß gar nicht, mit was wir eigentlich anfangen, genau, mit der Soße Cumberland. Das heißt, Cumberland ist eine der ältesten Soßen, die es gibt. Ist eine kalte Soße, basiert auf Preiselbeeren oder Johannisbeeren. Logischerweise, wenn ein Rezept 200 Jahre alt ist, versucht der ein oder andere das abzuwandeln. Und dadurch entstehen natürlich dann Millionen Möglichkeiten. Wir halten uns weitestgehend ans Originalrezept. Das heißt, wir verwenden sogar Senfpulver. Ist eine sauscharfe Geschichte, weil Senf beim Kochen erst die Schärfe verliert weitestgehend. Man kann natürlich statt Senfpulver auch den Senf seiner Wahl nehmen. Aber der eine nimmt gerne den Senf, den Senf, den Senf, den Senf. Und deswegen halten wir uns neutral mit Senfpuder. Wir haben gelbe Beete, wir haben rote Beete, Radieschen, die sind schon eingelegt. Auch die Maronen sind schon eingelegt. Darf natürlich nicht fehlen, ein Schluck Portwein. Der wird eingekocht, reduziert quasi. Da hinein kommt etwas Orangenzeste. Es gibt natürlich jetzt auch die Rubbeldinger, wo man das nur abrubbeln kann. Aber im Originalrezept ist nun mal Orangenschale drin. Und deswegen als Streifenzeste oder auch ja, Zeste, Julienne sind so grob. Das heißt, die schneiden wir uns hier ganz dünn runter. Für alle ganz kritischen Menschen, die Orange lag im Kühlschrank, deswegen liegt die bereit und ist somit schon gewaschen. Weil ich weiß ja, dass immer der eine oder andere es ganz genau nimmt. Heiß gewaschen sogar, damit der Wachs, mit dem die behandelt werden, teilweise für den Transport und auch der Eigenwachs, den so eine Frucht ja entwickelt, auch ein Apfel, entwickelt ja eine Schutzschicht. Also gerade die alten Sorten, die sind dann so richtig, die haben eine Wachsschicht quasi, aber das ist natürlich. Und die Schale hat ja ein ganz spezielles Aroma, ohne dass die jetzt sauer schmeckt. Man kennt das ja noch, dass die Schale dann in die Kerze gespritzt wird fürs Aroma. Und dieser Gag, das sitzt dann direkt unter der Schale. Und das Weiße ist ja bitter, die Farbe selber ist ja wirklich nur Aroma, diese einzelnen Poren. So, hier noch ein Stück. So, das wird in Streifen geschnitten. Den Portwein, den kochen wir ein. So, wie gesagt, es gibt jetzt wieder Rezepte. Da kann man das und das und das auch noch mit reingeben. Aber wir halten es ja immer hier auch im Restaurant allgemein mit dem Nötigsten, sage ich mal, dass das Einzelne noch zur Geltung kommt. Und wir haben ein schwarzes Johannisbeergelee, Meerrettich, Senfpulver, Portweinreduktion, Orange. Und das sind wieder die magischen fünf Sachen und mehr braucht es da nicht. Jetzt haben wir die ganz dünnen Dinger. Und jetzt schneiden wir die ganz dünnen Dinger in noch dünnere Dinger, also quasi die Zesten. Es gibt Zestenreißer zu kaufen, damit kann man die Dinger quasi, die Schale in der Form, natürlich nicht ganz so schön, von der Schale abkratzen, mehr oder weniger. Das muss fast schon dickflüssig werden. Die kochen wir natürlich mit aus. Die werden deswegen nicht weich, aber die entfalten ihr Aroma besser und sind nicht mehr ganz so hart. So, während das noch kocht, machen wir das Preiselbeerdressing. Mit den Cranberries, das heißt, die sind selber eingekocht und wir brauchen ja nicht viel, wir nehmen den Sud quasi. Die sind eingelegt mit Kirschsaft und etwas Zucker, deswegen brauchen wir keinen Zucker mehr. Aber wir nehmen etwas Salz und wir nehmen etwas Olivenöl
Und schwuppdiwupp ist das Dressing fertig. Wer sich jetzt Preiselbeeren kauft im Glas, einfach Zauberstab, ein bisschen strecken noch, je nachdem wie es schmeckt. Oftmals ist es natürlich mit brutal viel Zucker eingelegt. Ne? Aber wenn man es jetzt sieht, das ist nur der Fond von den Cranberries. Olivenöl 1:1 und schon haben wir ein Dressing da. So, das reicht schon. Das ist eingekocht. Das ist der Punkt, an dem wir es jetzt lassen. Weil wenn es jetzt anbrennt, futsch, ne? Wäre natürlich schade. So, das lassen wir separat stehen. Da habe ich mal Trick 17 eine Schüssel kalt gestellt, damit das runterkühlt. Ich hatte mir Löffel hingelegt. Habe heute mal versucht, an alles zu denken vorher, ne? Dass ich nicht da rein muss. Schwarzes Johannisbeer-Gelee, das kann man kann auch rotes nehmen. Ich finde aber die Farbe vom schwarzen Gelee einfach besser. So. Nehmen wir ganz. Dann, wie gesagt, etwas Meerrettich. Es gibt zwei Schärfen quasi. Das, die Senfschärfe ist eine andere als die von Meerrettich, logischerweise. Das sind ja verschiedene Produkte. Das ist ähnlich wie Chili-Pulver. Man unterschätzt es ganz brutal. Senfpulver, man denkt an Senf, verschiedene Sorten, eventuell sogar an süßen Senf, der null Schärfe hat. Aber das ist einfach gekocht, gewolft, geschrotet. Das Senfpulver ist wirklich scharf. Ist aber eine interessante Geschichte, mal zum Probieren. Vielleicht mal was anderes weglassen beim Würzen und mit Senfpulver arbeiten. Wird einfach nur verrührt. Und man braucht sehr wenig davon, aber das ist eine Soße, da kann man einen Liter machen. Die hält ja zugeschraubt in einem Glas auch von mir aus 2-3 Monate im Kühlhaus noch. Oder im Kühlschrank besser gesagt. Und passt perfekt zu Käse, so einem fertigen Blauschimmelkäse oder solche perfekt. Die Soße ist wirklich, deswegen hat sie sich wahrscheinlich über 200 Jahre gehalten, weil sie einfach genial ist. Das war's. Die stellen wir jetzt noch mal ganz kurz kalt, damit das vom Kochen wieder ausgeglichen wird. Und machen uns jetzt daran, hier eine kleine Mischung zu machen. Wir machen natürlich jetzt nur einen Salat. Also Kresse gibt es ja die Afila-Kresse, das ist Erbsenspargelsprosse oder Erbsensprossen. Die sind etwas kompakter. Die anderen hier, Dieschen und Mangold, die lassen wir übrig zum Schluss. Dann hier eine ganz verrückte Sache, Corotifol, auch Eiskraut genannt. Ne, auch von Gärtnerei Adam. Und das sind eben so Salate, die haben natürlich Struktur, da kann man drauf rumkauen. Das ist nie bloß Klatsch und weg im Mund oder um fettes Dressing aufzunehmen. Ich finde die extrem dekorativ und lecker. So, dann hauen wir ein bisschen Feldsalat mit rein. Beim Feldsalat bin ich ja dafür, einfach klack. Also im einfachen Grund, dass hier kein Sand mehr drin ist, würde ich mir niemals zutrauen zu garantieren, weil ich mir, der wächst in der Erde. Und das wird man einfach nie froh, deswegen schneide ich es ab, nehme nur die Blätter. So, und ehe sich hier irgendeiner die Prothese kaputt beißt, sage ich mir, schneide ich es lieber ab und aus die Maus. Roter Minzuna, den liebe ich, ne, weil das ist einfach nur schön. Schmeckt ja nicht schlecht, also das ist nicht so das ganz große Highlight, aber für die Optik muss der einfach dabei sein. Lolo Rosso, natürlich inzwischen aus dem Gewächshaus, ne, weil draußen wäre er schon tot. Und auch was sehr Dekoratives ist Portulak. Das gemeine Tellerkraut genannt. Gibt ja viele Salate, die haben ganz viele Namen. Aber das ist jetzt Portulak. Den finde ich auch klasse. Und das Schöne jetzt im Herbst, wenn es so kalt ist, das sind in den Gewächshäusern ja auch nur noch über 0 Grad, nehmen wir 30, 40. Und dann haben die mehr Struktur, das sind die kompakter, die Sachen. Ja, das war's schon. So, jetzt schneiden wir die Gänsebrust. Ja, mal gucken, wie die Faser ist. So, wir schneiden es gerade runter. Die ist jetzt rosa gebraten, das heißt, die ist angebraten auf der Haut, damit aus dem Fett, also dass die fettige Haut längst eingeschnitten, soweit es geht, die Hälfte rausläuft wenigstens, weil sonst wird es zu fett, zu heftig. So, und jetzt schneiden wir einfach schöne Scheiben. Also die ist angebraten und dann im Ofen auf 65 Grad Kerntemperatur gebracht. Wenn man jetzt Gänse-Schinken kauft, da ist er nur luftgetrocknet, also ganz roh, deswegen macht es jetzt hier nichts, wenn wir das nicht durchgegart haben. Es gibt ja immer wieder Menschen, es werden zum Glück immer weniger, genau wie Vegetarier. So, gibt ja immer mehr Menschen, die sagen, oh, immer weniger Menschen, die sagen, das ist ja noch blutig, das ist ja noch roh. Ja, und? Da spricht nichts dagegen. Ne? Das bringt niemanden um. Das ist eine Hochkultur und das ist ein Qualitätsmerkmal, Dinge, die man roh essen kann. Jetzt können wir schon anrichten. Das ist extrem einfach heute, aber wie gesagt, wir müssen uns kurz fassen, weil wir wirklich richtig zu tun haben. Das ist jetzt gelbe Beete, das ist quasi, der Name sagt schon, das gleiche wie rote Beete, eben nur gelb. Gibt es in Weiß,
in geringelt pink-weiß, wobei, wenn man die dann gekocht hat, sind die einfach nur schlupfrosa und das gefällt mir nicht. Gelb ist meine Lieblingsbeete, weil die einfach eine klasse Farbe hat. Dann haben wir noch rote Beete. So, stellen wir auch noch eine mit hin. Die Kastanien sind eingelegt. So, ach, Kastanienfetzen, dann nehmen wir noch eine. Die kaufen wir natürlich geschält. Die legen wir einfach nur selber ein. Dann auch so ein kleiner Gag, Radieschen. Stinknormales Radieschen mit Salz, Zucker und Essig und ein bisschen Wasser vakuumiert. Dann liegen die eine Woche, die rote Schale zieht durch, die Farbe löst sich, nimmt das Weiße auf, 100% natürlich. Das ist immer das A und O. Und weil wir das genauso spontan auch im à la carte anrichten, sieht quasi jeder Teller anders aus. Im Detail, die Zutaten sind die gleichen, die drauf liegen. Haben wir das. Ein paar rohe Cranberries noch. Und ich finde die Mittelscheiben mit den Löchern so dekorativ. Ja, sieht das nicht herrlich aus? So ähnlich wie Lotuswurzel. Wir nennen es also jetzt sächsische Lotuswurzelfrucht. Ho, schön. So, was fehlt, was fehlt, was fehlt? Salat. Hier hat man das Dressing. Und ich empfehle es immer, das Dressing, den Salat separat anzurichten, aus dem einfachen Grund, wenn man das Dressing auf den Teller draufkippt, schwimmt der ganze Rest in dem Dressing. Wenn ich jetzt Feldsalat habe mit Kartoffeldressing, ist es gut, weil ich habe nur die beiden Komponenten. Aber würde ich jetzt hier das Dressing draufkippen, würde es in die Ente reinlaufen, in die rote Beete reinlaufen. Und das will ich ja nicht. Ich will ja, dass der Salat gut schmeckt. Hat natürlich wieder viel zu viel gemacht, aber das macht nichts bei Salat. Den kann ich ja selber essen. Ja, das war jetzt also quasi die Abschiedsvorstellung für dieses Jahr. Ich wünsche frohe Weihnachten. Ich würde sagen, kommen Sie essen bei uns, aber es ist leider ausgebucht zum Rest des Jahres. Aber nächstes Jahr wird es das Ende des Jahres wieder geben und natürlich das ganze Jahr über schon andere Dinge. Und deswegen wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und bis nächstes Jahr. Ne? Schade, schade. Kleinigkeit vergessen. Guckt euch das an. Die liegen hier ja extra im Sieb. Ne? Das ärgert mich immer so. Man bereitet es vor, es sieht schön aus, man räumt auf und findet dann noch irgendwas, was eigentlich mit dabei sein sollte. Und das sind in dem Fall die eingelegten Cranberries, ne, weil ich kann die ja nicht alle selber essen. Und deswegen gehören die da mit drauf. Da haben wir nämlich rohe Cranberries, wir haben die eingelegten und das Dressing. So, jetzt wär's fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de